Ich gehe ja immer extrem transparent damit um, wenn ich Werbung mache. Das ist ein Werbevideo. Dass meine Magnetablerschrauben im Vergleich zum Original wesentlich kräftiger sind, wissen wir jetzt. Die sehen dann so aus für die M12x1,5 Gewinde. Die sehen dann dementsprechend so aus für die 96, 701, 700 und Co. Überall, wo das Sieb einfach mit einem Dichtring in die Magnetabschrauben gesteckt wird. Für die LC4 Modelle oder 990, 950 Modelle, wo die große M22 Ablassschraube drin sitzt, sehen die dementsprechend so aus. Und was es jetzt neu gibt, sind diese. In groß und in Verbindung mit dem Sieb sieht das Ganze so aus und ist für die 97, 98, 99. Die alten 1090 meine ich. RC8, 1290, überall da, wo das Sieb hinten mit der Schraube quasi fest in dem Ölfilterkit käme oder wo du dann das Sieb sauber machst, dafür gibt es jetzt meine Magnetablerschraube. Original sieht das Ganze so aus. Hier siehst du normalerweise den Dichtring drauf, den habe ich jetzt abgenommen. Und ab bekommst du das, indem du dir eine Wasserpumpenzange nimmst, hier ansetzt, leicht drehst und ziehst. Dann ist dein Sieb frei geworden und das nimmst du dir dann wiederum und steckst das auf meine neue Ablassschraube und schon ist deine Mehrhaltbarkeit in deinem Motorrad mit dir zusammen unterwegs. Beide zusammen im Set sehen dann dementsprechend so aus. Ich hoffe, die Kamera fokussiert das. Und auch die findest du jetzt, so wie alle anderen Ablassschrauben, Magnetablassschrauben, was es sonst so alles in dieser Richtung gibt, jetzt für alle Modelle quasi, es sei denn, ich habe noch was vergessen, dann weist mich drauf hin, im Shop verfügbar. Den Link zum ersten Video, wie die gefertigt werden, falls es dich interessiert. Den Link zum zweiten Video, wo ich auf die Fragen, die dabei aufkommen können, eingehe. Und dieses Video findest du jetzt zusammen in einer Playlist, beziehungsweise unter diesem Video verlinkt, wo du dir dann angucken kannst, was dementsprechend dann zu dir passt, was du gerne hättest, was du haben möchtest, was du kaufen möchtest, wenn du es kaufen möchtest. Und dann sind jetzt auch die übrig gebliebenen, verbliebenen Zweizylinderfahrer auch versorgt. Ich danke bis dahin für dein Vertrauen in das Produkt. Ich habe extrem viel positives Feedback bekommen. Das, was die Magneten da rausziehen, ist eben genau das. Dieser feine Span, der offensichtlich nicht rausgefiltert wird, sonst wäre er ja nicht am Magneten, ist das, was dann am Ende in meiner Welt die Haltbarkeit hochschrauben soll. Einfach, weil das nicht mehr im System ist. Das macht Sinn, das ist eine einmalige Investition. Diese Siebe werden sauber gemacht, werden dann dementsprechend wieder eingesetzt. Wenn du neue Siebe nehmen möchtest, kannst du die dementsprechend genauso austauschen. Das ist fester Edelstahl, da macht man auch keine Kratzer dran, wenn man die wieder abzieht. Absolut keine Beschädigungen dran. Du kannst dir dann dementsprechend einfach das dann so handhaben, wie du das handhaben möchtest. Das ist mein Beitrag zu ein wenig mehr Freude langfristig mit deinem Motorrad. Und du unterstützt den Kanal damit. Wäre ja gelogen, wenn ich was anderes behaupten würde. Ich verdiene damit ja Geld. Für die, die bis zum Ende durchgehalten haben, Freitag ist Black Friday. Und wenn ich du wäre, würde ich mich dafür bei meinem Newsletter anmelden. Da kriegst du dann als erstes, beziehungsweise direkt von vornherein, über die Rabattaktion, wo diese Schrauben mit inkludiert sein werden, weil ich die heute Abend, sprich eine Woche vorher schon im Shop aufnehmen werde. Du kannst dann dementsprechend ein paar Prozent sparen. Nur, dass der Black Friday bei mir Red Friday heißen wird, weil offensichtlich, ne? Danke für deine Aufmerksamkeit. Jetzt zuschlagen. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Die werden dann zwar nachproduziert, aber die Zeit, die dann dementsprechend eben dazwischen ist, ist dann relativ lang. Das hatte jetzt kein Timing, obwohl jetzt Winter ansteht und dann direkt zum Saisonende hin oder zum Saisonanfang dann ein Ölwechsel anstünde. Zumindest ist es in 90% der Fälle so. Kannst du dich jetzt perfekt für die neue Saison vorbereiten. Solltest du deine Ablassschraube für dein Modell noch nicht haben, geh rein in den Shop, such dir was aus. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der mich in der Richtung unterstützt und ich freue mich, euch unterstützen zu können. Hier, wir machen den hier.